Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon einfach so viel, der Nutzlocks Random Battle Challenge. In der letzten Folge haben wir diesen komischen Schönheitswettbewerb gemacht, wo Squirtle einfach gewonnen hat und ich habe hier nochmal im Supermarkt nachgeguckt, weil ich da letztes Mal nicht nachgeguckt habe und habe was richtig Geiles gewonnen, nämlich den Beulenhelm. Na, einfach machen würde, dass wir Schaden an andere raushauen, wenn die uns mit physischem Schaden irgendwas reindrücken. Leider habe ich dafür gar kein Geld, weil der etwa 6000 Pokédollar kostet. Heißt, heute ist auf jeden Fall mein Ziel, ganz viele Pokédollar zu verdienen. Und mir diesen blöden Beulenhelm zu holen. So, in Graphitpot City haben wir, glaube ich, alles. Deswegen können wir nur hier weiter in den Norden voranschreiten. Und wir kriegen anscheinend unser Fahrrad, so wie es hier aussieht. Hallo, Fahrradboy? Du bist Fahrradboy, oder? Hä? Ja, ich bin Fahrradboy. Und Sieg, verkaufen Sie mir bitte ein Fahrrad? Nee, tut mir leid, da darfst du nicht rein. Und ein Fahrrad kriegst du auch nicht. Ha! Oh, ist gar kein Fahrradladen. Wir sind aber auf jeden Fall auf einer neuen Route. Route 110 heißt, wir werden hier einen Freund fangen. Ich habe jetzt leider gar nicht nachgeguckt, was bei uns vorne ist. Da ist schon wieder ein Mobile. Das ist in der dritten Route das dritte verfickte Mobile, was wir in diesem Spiel finden. Wie kann das sein? Leute, egal. So, ihr habt ja letztes Mal oder in den letzten Folgen gesagt, die kann man doch einfach so fangen. Ich setze jetzt einfach mal einen Superball ein, weil das doch ein Baby ist. Und Babys kann man einfach so fangen, ohne die zu schwächen. Ich habe den ja die letzten Male immer gekillt. Wollen wir doch mal sehen, ob man den einfach so fangen kann, ihr Schlauberger. Ja, okay, ihr hattet recht. Das ist einfach ein Baby und man kann es einfach so fangen. Ist in Ordnung, Leute. Ihr seid richtig schlau. Schön, dass ich euch habe. Mobile, Bonsai-Pokémon, weiblich, Typ, Gestein. Mag es trocken, gleicht es seinen Wasserhaushalt aus, entweicht dem Wasser, das wie Tränen geformt ist. Hä, wieso guckt er so? Guck mal, er guckt gar nicht glücklich, so richtig erschrocken. Oh nein, ich wurde gefangen, einfach so. So, und weil Nicole so eine große Fresse hatte und eigentlich ein Feuer-Pokémon sein wollte, aber ein und kehr, du bist jetzt ein Mobile. Ah, guck mal auf die Minimap. Hätte ich hier überhaupt was fangen dürfen? Ist Route 110 hier links dann auch? Oh, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, weil da ist ja alles gelb eingekreist. Vielleicht darf ich dieses Mobile gar nicht haben, weil... Warte, wir können ja einfach mal kurz nachgucken. Genau dafür ist der Tracker ja da. So, Route 110. Route 110? Nee, hatten wir tatsächlich noch gar nichts. Auf Route 103 und 104 hatten wir ein Mobile. Aber Route 110 war legit. Okay, sehr gut. Haben wir das auch gecheckt. Dann willkommen, Team Nicole. Nee, die machen ihre Wanderung. Ich gehe einfach mal mit. Guten Tag. Oh, oh, sie sind eine Trainerin. Das finde ich jetzt nicht so gut. Die Musik ist ja mega. Okay, mega witzig. Hihihi, ich würde überall hingehen, um der Welt meine geliebten Pokémon zu zeigen. Die sieht ein bisschen snobmäßig aus. Nein, das ist so eine Sammlerin. Okay, Eis-Pokémon. Das ist sowas von Eis-Pokémon. Jetzt ist die Frage, ob unser Poldhu schlecht gegen Eis... Oh, es ist aber auch Level 15. Ich glaube, da möchte ich... Ich glaube, da möchte ich lieber kein Risiko eingehen. Ah ja, ist halt die Frage. Ist unser Score ist nur Level 13? Schwierig. Aber Score hätte halt eine Feuerattacke. Ja, komm, wir müssen trotzdem Score einwechseln. Eine Bruchrüstung haben wir bekommen. Er setzt Doppelblick. Okay, nee, Doppelkick. Doppelkick. Ah, nur ein Damage. Hä? Was ist das denn für Doppelkick, wenn du nur einmal angreifst? Ah, nee, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin einfach nur dumm, Leute. Ich bin einfach nur dumm. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Es passiert einfach alles Mögliche und unsere Initiative steigt ganz toll. Aber ich glaube, damit haben wir schon gewonnen. Let's go, Flammensturm-Attack! Score ist richtig gut. Wenn der irgendwann mal sich weiterentwickeln würde, wäre schon toll. Er ist auch noch verbrannt. Perfekto Musto. Er setzt trotzdem seinen Doppelkick ein, obwohl er weiß, dass das null Damage macht. Oh, er hat doch noch eine andere Attacke. Aber Eis... Ah! Oh Mann, das ist voll uncool. Immer eine Attacke und meine Leute sterben fast. Ja, dann muss YOLO King rein. YOLO ist halt mehr oder weniger noch unser Tank. Ich will ja dahin, dass der Bischof unser Tank wird. Aber noch ist er leider erst Level 13, deswegen ist er noch nicht unser Tank. Ja, guck mal, YOLO hält das schon viel besser aus. So, verbrenn, du Gellatropo. Blödes Eisding. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf Eis, Mann. Ich habe heute noch nichts gegessen. So ein schönes Eis. Vor allem ist das heute mega warm. Leute, ist das bei euch auch mega warm? Also, ohne Witz, heute Morgen hat es so richtig doll geregnet und auch gedonnert. So ganz knapp vor meinem Fenster. Und es hat noch nicht geregnet, deswegen wusste man gar nicht, ob das jetzt ein Donner ist oder so. Und das war so laut, das hat sich so angehört, als wenn ein Auto explodiert wäre, genau vor meinem Fenster. Das war richtig, richtig gruselig. So, Sneeble ist, glaube ich, auch von Typ Eis, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, und nicht, ne? Aber auch irgendwie Eis. Ich habe irgendwas mit Eis auch im Hinterkopf. Ja, komm, wir machen Nachtflut. Das ist einfach die beste Attacke, die YOLO so drauf hat. Oh, ich habe jede Attacke Angst, das ist so kacke. Nachtflut! Und ihr habt mir letztes Mal gesagt, dass Geist und Unlicht zwei verschiedene Sachen sind. Da auf jeden Fall auch danke, das war mir nicht bewusst. Was ist das jetzt schon wieder? Einschlafen. Action, geil. Sneeble ist ja richtig cool. Also, Real Talk. Sneeble ist schon cool. Ich hätte auch gerne Sneeble in meinem Team. Also ich glaube, Unlicht ist gut gegen Geist.
wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Aber Unlicht gegen Unlicht ist nicht effektiv und das war ja gerade der Fall. Das heißt, Sneeble ist garantiert Eis-Unlicht oder so. Ist die Frage, ob Sneeble denn eine Eisattacke drauf hat, ne? Sonst könnten wir natürlich Fly einwechseln. Oder wollen wir mal da Bischof probieren? Ist zwar nur Level 13, das ist jetzt aber auch nicht so wild. Der sollte ja zumindest nicht sehr effektiv dagegen sein. Komm, wir probieren mal da Bischof aus. Der muss sowieso trainiert werden, dann passt das schon. Gar keinen Bock, dass YOLO stirbt. Ich habe allgemein gar keinen Bock, dass gar keiner stirbt. Kehrschelle. Ah, macht schon viel Damage. Und trifft halt auch doppelt. Scheiße, ey. Dritt? Oh nein, bitte hör auf. Das hätte locker auch fünfmal treffen können, oder? Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich kann der Bischof nicht drinnen lassen. Polu ist auch scheiße. Die sind alle scheiße. Ich kann absolut nichts machen. Wir müssen Fly einwechseln und einfach hoffen, dass das Sneeble keine Eisattacke drauf hat. Wir haben ja jetzt, glaube ich, schon drei Attacken von Sneeble gesehen. Oh, jetzt habe ich schon wieder Angst. Bitte töten Sie mein Fly nicht. Bitte töten Sie mein Fly nicht. Bitte macht das gar kein Damage. Aber Kehrschelle ist echt assig. Zwei. Guck mal, wie viel Damage das einfach raushaut. Drei. Aber er trifft immer nur dreimal, immerhin. Können wir den jetzt bitte einfach töten? Macht das bitte Damage. Es ist sehr effektiv. Und es senkt seine Initiative. Okay, also wir könnten... Mann, wieso hat er denn alle... Die haben alle diese Kackbeere. Mann. Das ist ja schon fast wie ein... Wie ein fucking Arena-Leiterkampf hier. Ich muss mein Fly heilen. Ein Trank sollte lang zum Glück. Fly, let's go. Das ist so unfair, dass die auch ihre Beeren haben. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt schon diesen Beulenhelm gehabt hätten. Okay, ist fehlgeschlagen, das ist perfekt. Dann wäre das hier alles gar nicht so schlimm, wie es gerade ist. Aber momentan ist einfach alles sehr, sehr schlecht. So, seine Initiative sinkt weiter. Guck mal, der trifft die ganze Zeit nicht. Okay, oh, danke. Danke, dass du deinen Trickscheiße einsetzen wolltest. Wir haben es überlebt. Knapp. Wir haben aber nichts verloren. Wir mussten ultra häufig auswechseln, aber wir haben nichts verloren. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dieser Ober. Ich muss ganz schnell wieder weg. Vielleicht sollte ich mich eher auf Pokémon-Wettbewerbe als Kämpfe konzentrieren. Nee, du bist eine gute Arena-Leiterin, wollte ich schon fast sagen. Du bist eine gute Trainerin, aber bitte kämpf nie wieder gegen mich, ja? So, du bist bestimmt nett. Oh, ich habe kein Fahrrad, also werde ich gemütlich über die untere Straße schlendern. Mach das, aber wir gucken uns erstmal noch dieses Haus an. Nämlich drei Schritte nach rechts und zwei Schritte nach oben und du erreichst das wundersame Rätselhaus. Oh yeah, Rätselhaus, mag ich. Du hast das Gefühl, beobachtet zu werden. Rätselhaus! Ist das so wie bei Paper Mario, wo man diese ganzen Toads suchen muss? Lol. Dein Ernst? Als ob ich nicht sehe, dass hinter diesem Banner eine Tür wäre. Da hängt eine Schriftrolle. Ja, dann mach sie ab. Bist du dumm? Da ist eine Tür hinter. Easy ist da eine Tür hinter. Ich werde also beobachtet, ja? Von wo? Wo ist hier der Geist, der mich beobachtet? Geist, erscheine! Ich rufe dich! Okay, gar kein Plan. Das ist sehr merkwürdig. Ein merkwürdiges Haus. Dann setze ich mich halt hin. Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Du bist echt clever. Weißt du, wer ich bin? Ich bin ein Mann vieler Geheimnisse. Manch einer nennt mich das wandelnde Mysterium der Höllenregion. Na, denn mal zu langsam, weißt du jetzt, wer ich bin? Ja, ich bin der Rätselmaster. Freut dich kennenzulernen. Ich habe eine Herausforderung für dich. Tritt hinter die Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Okay, machen wir. Klingt witzig. An sich, man hat ja irgendwann mal gelernt bei Labyrinthen, oh, da sind sogar Trainer drin, das ist ja gemein, immer rechts halten und dann läuft das. Wir haben ja, glaube ich, sogar einen Zerschneider-Typ, ne? Ja, mit der Bischof. Easy. Immer rechts halten. Ja, wollen wir kämpfen oder wollen wir nicht kämpfen? Leute, ich muss alles mitnehmen und du bist nur ein kleines Kind. Was kannst du schon? Du kannst gar nichts. Ich werde mir mit dem gerade erst erlernten Zerschneider den Weg zum Sieg bahnen. Hat ein Ditto. Ditto ist auch richtig cool. Aber ich glaube, Ditto... Ach doch, der kann sich verwandeln, nicht wahr? Umso besser, dass wir das schwache Polu vorne haben. Oh, Level 16. Aber ich glaube, Ditto an sich kann erstmal gar nichts. Und ist auch scheißegal, was wir einsetzen, weil ist sowieso alles schlecht. Turbo-Tempo. Piu. Macht To... Oh, nee. Macht gar kein Damage. Einfach so gar nicht. Hä? Ditto kann doch was? Ditto kann einfach einen richtig krassen Tackle. Ja, lol. Läuft bei ihm. Läuft bei dir, Ditto. Dann... Let's go. Aber guck mal, oh, Ditto ist so knuffig. Und du kannst das Face von Ditto einfach auf alles rauf platzieren und es wird süß. Egal was. Du kannst es sogar in einen Kackhaufen reinpacken und es ist trotzdem süß. Aua, bitte hören Sie auf. Ja, greif halt Treiber an. So, das ist mal wieder ein bisschen zu riskant. Deswegen heile ich auch mein YOLO King. Das ist mega die Geldverschwendung, finde ich. Weil jeder Trank kostet mich 200 Poké-Dollar, die ich dann weniger habe für einen scheiß Beulenhelm. Das ist schon echt kacke. Ich finde aber gut, dass wir immer ausweichen oder der Gegner nicht trifft, wenn wir uns heilen. Also irgendwas macht das wohl. Oh ja, genau. Überlebt er mit einem HP oder was? Au. Achso, das war sein Tackle. Der Tackle von Ditto ist echt stark, muss ich sagen. Aber jetzt bist du tot.
Oh, wie süß der auch stirbt. Oh, Ditto ist einfach eine 10 von 10. Und dann gibst du uns nur 256 Poké-Dollar. Und wehe, das hat sich nicht gelohnt für diesen komischen Pokéball hier. Wenn da jetzt irgendein Schwachsinn drin ist, dann bin ich sehr, sehr traurig. Dann weine ich einfach. Bitte sei was richtig Geiles. Giftschleim. Item zum Tragen, das ein Gift-Pokémon KP zurückgibt, anderen Pokémon aber Schaden zufügt. Oh, und sieht einfach aus wie ein Slimer, ne? Leute, Anpu ist giftig. Ja, lol, dann gebe ich ihm das, ne? Guck mal, Anpu, hast du einen neuen Freund? Oh, Anpu ist halt auch noch Level 5, den müssen wir nochmal trainieren, sonst wird das richtig kacke. Aber hier drinnen, wenn die Gegner alle so schwer sind, könnte das ein bisschen schwierig werden. So, was hast du so drauf? Mein Kopf tut schon vom vielen Denken weh. Tja, will ich es riskieren, mit Polo zu kämpfen? Ich glaube nicht. Ja, gehen wir wieder... Was? Nochmal sicher und wechseln Fly ein, aber Isso lässt das nicht zu, wie es aussieht. Oh no. Einfach mal einen Käferbiss und gucken, was es macht. Verwurzler hört sich so an, als wenn es keinen Damage macht. Heilt ihn das einfach? Er pflanzt Wurzeln. Okay, Käfer fressen Wurzeln. Scheiße, ey. Oh, sehr effektiv. Aber es hat einfach gar keinen Damage gemacht. Ja, geil. Der ist ja auch einfach 4 Level über uns. Aber Polo überlebt das nicht. Grasfeld, das war, glaube ich, was uns selbst besser gemacht hat, ne? Polo wird so sterben, Mann. Ja, Polo ist tot. Tja, Polo. Doof, dass du am Anfang warst, wenn der hier so eine Kacke macht. Heilen wir uns dadurch wenigstens? Das ist so, heilt sich voll die ganze Zeit. Aber wir uns jetzt auch. Ja, guck mal. Guck mal, da wird jetzt hier eine Heilungs-Action. Jeder heilt sich hoch. Nährstoffe, ja, ja. Wichtig, wichtig. Ja, ich kann es probieren, Polo zu retten, aber ich glaube, das wird nichts. Außer Isso ist nett und setzt, keine Ahnung, nix ein oder trifft nicht oder so, aber das wird nichts. Nee. Und wenn er jetzt die ganze Zeit Fuchtler einsetzt, das kannst du voll knicken. Er ist verwirrt! Okay, das verändert alles. Er hat sich selber verwirrt. Let's go. Käferbiss, es macht null Damage. Aber es ist sehr effektiv. Die anderen Attacken würden auch nicht mehr Damage machen. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass er sich selber hittet. Ja. Aber macht auch kein Damage. Obigusch. Also wir würden nicht sterben, glaube ich, durch eine normalen Fuchtler-Attacke. Aber er heilt sich auch doppelt, ne? Genauso wie wir. Heilt er sich wegen unserem Grasfeld? Auch? Mega uncool. Leute, das ist wirklich mega uncool. Das kann der längste Kampf ever werden. Bitte triff dich selber. Bitte triff dich einfach selber. Ja! Oh mein Gott. Okay, wir haben eine Chance. Das ist eine mega krasse Heilungs-Action hier. Aber wir haben mega die Chance, wenn er sich immer weiter verwirrt und wenn er verwirrt bleibt, das zu holen. Come on. Bitte. Bitte triff dich selber. Triff dich einfach immer wieder. Geil, Mann! Was haben wir bitte für Glück? Ja. Jetzt ist er zumindest schon im gelben Bereich. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, unser Käferbiss macht immer mehr Damage. Also zumindest wirkt das ein bisschen so. Oh, du hast auch gleich wieder volle Leben dank dem Grasfeld. Grasfeld bringt dem Isso leider auch was. Das ist ein bisschen sehr dumm. Grasfeld ist verschwunden. Okay, nevermind. Ist nicht so schlimm. Nächster Käferbiss. Heilbefehl. Nein, heil dich doch bitte nicht. Oh, wie? Jetzt heilt er sich nochmal hoch, oder was? Ist das sein Scheißerz? Er hat 2 Heilungsattacken. Und ich mache absolut 0 Damage. Also es ist schon ein Wunder, dass Polo überhaupt so lange lebt. Ich lasse Polo jetzt sterben. Sorry, Polo, aber wir haben ja noch einen Polo 2. Aber das wird nichts. Wenn ich nicht auswechseln kann und Polo so wenig Damage macht, kannst du halt nichts machen. Wir hätten jetzt damit spielen können, die ganze Zeit, dass er sich da selber verletzt und so, aber ich glaube, das ist mir tatsächlich zu dumm. So, Fly, dann komm du bitte rein. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass Polo jetzt gestorben ist, weil wir halt noch einen zweiten Polo haben. Oh, das macht auch keinen Damage. Was ist denn Isso bitte für ein Assi-Pokémon? Das ist ja wie so ein Mogelbaum. Und das ist noch eine Babyentwicklung, oder nicht? Ey, wehe, das macht jetzt auch viel... Ja, genau, macht der 22 Damage. Ich kann nicht 2 Pokémon an fucking Isso verlieren. Also Fly möchte ich auf gar keinen Fall verlieren. 0,3. Fly ist so knapp davor, einen Tauboga zu werden. Bitte kein Volltreffer. Eigentlich ist auch die einzige Kacke nur, dass das Isso sich die ganze Zeit heilt. Würde es nicht die ganze Zeit heilen, wäre das... Komm, greif dich bitte selber an. Nee. Oh mein Gott. Ist es das nervigste Pokémon aller Zeiten? Ja, ist es. Es hat wieder volle Leben. Es hat aber wieder volle Leben, Mann. Boah, was soll ich machen? Macht Dampfwalze mehr Damage als Felsgrab? Let's try. Gut, super. Trank auf Fly. Wieder, keine Ahnung, 400. Die kosten sogar 600, ne? 600 Poké-Dollar weg. Geil. Und der trifft einfach permanent. Und macht mega viel Damage. Ist auch mein letzter Supertrank. Das ist richtig schlecht, Mann. Leute, wir verlieren. Alles stirbt.
Mein ganzes Team stirbt. Annem ist so, dass sich in jeder Runde selber heilt. Nice. Ach man, ja, ich kann halt nichts machen. Der ist zu tanky, er heilt sich die ganze Zeit. Dann macht er dann trotzdem noch sehr, sehr viel Damage. Jetzt hat er es endlich mal selber getroffen, aber das bringt uns auch nichts, weil er sich einfach immer wieder hochheilt. Der hat ein super hohes Level, wogegen ich nicht ankommen kann. Und meine Scheiße macht auch kein Damage. Achso, eine Aeroa ist vielleicht mal ein bisschen Damage. Vielleicht macht das ja sogar seine Verteidigung oder so. Oder so runter. Ich glaube aber, Aeroas macht auf jeden Fall mehr Damage als die anderen Sachen, oder? Probieren nochmal eine Aeroas in der Hoffnung, dass er mir nicht 18 Leben abzieht mit seinem nächsten Fuchtler. Oh, Volltreffer, sehr, sehr gut. Bitte töten Sie mein Fly nicht. Bitte töte mein Fly nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir könnten jetzt mega Risiko gehen und hoffen, entweder, dass der Aeroas... Na, macht nicht genug Damage, ne? Aber entweder, dass es ein Volltreffer ist, dann wird es sterben. Oder, dass wir normal treffen und sich das ist so... selber verletzt mit seiner Verwirrung. Aber die Verwirrung kann ja auch jetzt eintreten. Ich werde nochmal einen Hypertrank einsetzen auf Fly, dass er zumindest wieder volle Leben hat. Wir müssen jetzt hoffen, dass das ist, so sich nicht wieder selber heilt auf volle Leben, weil sonst bin ich am Arsch. Wenn er sich jetzt selber trifft... Nee, aber er setzt zumindest Fuchtler ein und heilt sich nicht. Das ist auch positiv. Weil noch eine Fuchtler-Attacke sollten wir überleben, nicht wahr? Bitte, bitte, bitte. So, einer Aeroas, wir sollten als erstes dran sein. Jetzt heilt er sich hoffentlich nicht. Und wenn er sich heilen will, dann trifft er sich hoffentlich selber. Ja, okay, er hat sich selber getroffen. So, okay, wir sind auf jeden Fall als erster dran, oder? Wir sind auf jeden Fall als erster dran. Dann haben wir nur, in Anführungsstrichen, Polo verloren. Gegen den fucking Isso. Und richtig viel Geld verloren. Auch richtig dumm. Oh, wir haben das Isso besiegt. Leute, wir haben das Isso besiegt. Oh mein Gott, ey. Das war der schlimmste Kampf. Ich dachte, der Kampf gegen dieses Snob... Typen da war das Schlimmste, aber nein, das hier war der schlimmste Kampf. Fucking Isso. Und Fly entwickelt sich. Das hast du dir auch mehr als verdient. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt einen Tauboga. Ein Tauboga. Yeah. Sieht auch gleich viel cooler aus als ein Taubsi. Blöde Kuh, ich gehe hier ganz schnell wieder raus. Das Haus der Rätsel ist ja richtig assig. Allgemein alle Trainer sind assig. Tja, dann sorry, Polu. Ich wollte dich trainieren. Beim Trainieren bist du jetzt leider frei gegen ein Isso. Aber war sowieso ein weibliches Saburzel, nicht wahr? Von dem her nicht so schlimm und wir haben noch ein zweites. Ich werf dich einfach mal ins Wasser. Tschüss. Ich würde fast sagen, wir nehmen trotzdem erstmal Polo mit, schön in der Reihenfolge. Aber ich habe so die Befürchtung, früher oder später werden wir auch Nisi noch mitnehmen. Also keine Sorge, Nisi. Deine Zeit wird bestimmt noch kommen, dieser Challenge.